Und jetzt betritt das Stadion Nico, the Red Machine! Und jetzt betritt das Stadion der Lokalmatador Dominik the Reaper! So, und hier mit Sarah schon beim Darts dann. Regelmäßig gespielt wie bei der PDC-WM, die momentan gerade läuft. Heißt 501 auf 0. Und der letzte Dart muss ein Doppel sein. Was rausspringt, zählt gar nicht. Und wir haben im Vorlauf schon abgeklärt, wer das erste Leg, sprich das erste Mal 501 auf 0 spielen darf. Ich habe gewonnen beim Bullseye-Werfen. Oder nennen wir, Gewinn würde ich es nicht nennen, aber die Skills sehe ich ja sowieso gleich noch. Und gibt es sonst was an Regeln, was wichtig ist? Nope. Nope. Und damit fangen wir an. So, und damit sind wir im ersten Leg. Ich beginne. Sehr gut. Sogar noch besser. Bombastisch, mit starken 13 Punkten eröffnet. Nico heißt die Red Machine. Warum? Weil er eine rote Mütze trägt. Von dem her. Achso, ja, wir spielen Best of 3 Legs. Du kannst ruhig werfen. Wir spielen Best of 3 Legs. Heißt, wer als erstes zweimal gewinnt, hat gewonnen und darf sich dann eine Bestrafung für den anderen ausdrücken. Du bist ein Sack. Mal schauen, Double Out entscheidet es eigentlich immer. Man kann 200 Punkte Vorsprung haben. Der rote ist es. Man kann 200 Punkte Vorsprung, wenn man es verkackt am Ende. Das ist richtig. Zwei. Läuft. Alter. Ja, nicht? Nein. Nein. Das möchte ich nicht. Aber wie lange glaubst du, dass er so bis 3 Leg geht normalerweise? Also die spielen tatsächlich 3 Legs, nicht Best of 5, nicht Best of 3 wie wir. Okay, nicht sonderlich lang. Also, weiß nicht. Die wären jetzt schon fast fertig. Ich befinde mich im Schatten des großen Reapers. Hey, wir fangen wieder von vorne. So ungefähr, ja. Nur dass du jetzt quasi mir meinen Anwurf schon weggenommen hast. Ich werde nervös. Eigentlich nicht. Ich komme hier so. Meine Phil Taylor Darts versagen, verdammt dabei. Und das, liebe Frauen, war punktgenau kommen, ne? Das muss ich selber lachen. What? 100! Sag ich ja. Na klar, jetzt helfe ich die 20, was auch sonst. Triple. Sechs. Ungefähr daneben. Eieieiei. So, wir fast vorwarten hier dann. Nur noch mit doppelten oder dreifacher Geschwindigkeit, weil das kann dauern. Ich glaube, das längste war wie lange jetzt? 20 Minuten? 30 Minuten? Ich glaube, eine halbe Stunde. Ja. Aber was siehst du denn? Ich weiß es nicht. Auf das Startboard. Ich ziehe auf das Startboard. Meh. One. Nein! Dieses Winner am Schluss muss ganz laut sein. So, Leg Nummer 2, die Klammer bei Nico heißt, dass er 1-0 führt. Noch mal genossen. Ach, du bist ein Sack. Ich hasse dich, ich hasse dich! Was ist mit dir? 124!
Na, 20 Minuten später ist Tommy aber 377. Triple! Ja. Alter Falter! Schau, wie er sich freut! Ja, total! Ich mag dich nicht. Das sagen viele Leute so nicht. Teilweise Frauen. Aber nicht nur Frauen. Man sieht übrigens den Kopf nicht mehr. Das ist gut. Wir möchten nochmal anmerken, dass das punktgenaues Kommen ist. Ne? Das war ein Wutwurf. Ach Gott. Trotzdem hast du einen Vorsprung rausgeholt. Ne? Seine ganzen negativen Einflüsse rauslässt. Dann geht's. Du bist echt nicht ganz dicht. Hätte er nur fällt, dass du die Doppel 20 vielleicht bestellst direkt. Ich habe noch ein bisschen zu Finish bereit, keine Ahnung. Das liegt an der Technik. Vielleicht sollte ich den Sojovic Wurf machen. In Österreich haben wir eine sehr spezielle Technik. Doppel 12. Alter, das ist schon. Es geht in die richtige Richtung, definitiv. Ich möchte dich nochmal darauf. Der wirft übrigens so, der nimmt sie so am Ohr und schmeißt sie so und fällt fast und freut sich total schräg aus. Ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, dass so ein Satz heute kam, wie ich gewinne. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich die Bestrafung nicht machen muss. Was soll ich denn sagen, ey? Ich verkacke eh immer. Ja, weil meistens, wenn man sagt, man kann das sowieso nicht, dann gewinnt man. Ja, was ist nicht klar? Ja, nicht. Das war ja. Das war gut. Und was hast du vorher ausgemacht? Doppel 7. Ich versuch's jetzt. Konzentrationsphase, oder was? Nico, das macht keinen Unterschied. Was machst du da? Was siehst du seine Nase zucken? Ich bin Nase. Versuchst du jetzt danach mein Dachbar zu bewegen? Nicht mehr ansatzweise. Wenn ihr euch wundert, wo die Darts gerade hinfliegen, man sieht sie leider nicht mehr am Bildschirm, weil sie, naja, jenseits von Gut und Böse sind. Ich habe etwas verloren. Ich weiß nicht. Was hast du denn verloren? Ein Fly? Ein Fly. Hey Mann, du musst ein bisschen Fly sein. Hi, ein Fly. Das ist das Wort 2016. Du musst Fly sein. Bin ich froh, dass ich kein Kind mehr bin. Das, hat übrigens, Kugel das hat übrigens ein Asiate gesagt. Der versucht oder so. Ich fing das aus zu furchtbar. Fuck! Das ist alles besser, als hier mit Doppel-3 umzuhängen. Du ziehst jetzt ganz bewusst höher, oder? Damit mal ein paar Darts wenigstens aufs Board fliegen. Ja. Ich bin noch am überlegen, wie ich es am besten mache. Ja! Das ist das Problem, wenn man hoch anfängt. So, wir haben wieder Position getauscht. Ein Vater muss man durchs Bullseye. Warte mal, es hat immer der verloren, was angefangen hat, oder? Verdammt! Nach ihm, Sir. Aber ich habe seine mentale Stabilität zerstört und seine Moral gebrochen. Erbrochen, je nachdem. Auf jeden Fall. Eine 1! Was? Eine 0. Ich war viel besser als du im ersten Mal. Absolut. Viel besser!
Schafft Nico 27 Punkte? Das ist hier die Frage. Er strengt sich an und er wirft. Eine 18. Eine 25. Das stinkt ja nicht. Okay, du bist also psychologische Kriegsführung. Das kannst du haben. Psychologie bei meinem Wahlfach in den Kindergarten. Der war außerhalb, ich hoffe. Ja doch, das sieht man auch ganz gut aus. Immerhin noch ein paar Pünktchen. Nico, schafft er 5 Punkte. Du musst Fly sein. Fly. Gib dir gleich Fly. Hast du ja? Wann machst du die längste Zeit Fly, mein Junge? So bitte, dann schafft er die 5 Punkte. Verflucht, er schafft die 5 Punkte übrigens nicht. Ah, ins Gesicht. Problem ist, wenn man es nicht ausnutzt. Ich pirsch mich langsam aber sicher ran. Von hinten. Von hinten, so wie du es magst. Oh ja, bam out. Ach. Das ist nur der magische Gerstensaft. Der war aber kein 18. Nicht mal ansatzweise. Bounce, bounce. Wieso bounce? Weil er mit drin steckt, oder? Ja, aber der war doch da oben. Ja, und er hat 18 angezeigt. Achso. Er bescheißt mich. Natürlich. Dann hätte ich gesagt, die Triple 18 ist mit drin gesteckt. Läuft, ne? Ja. In Technikfragen. Technik. Bullseye. Wieder runter. Ich finde das übrigens nicht nett, dass du meinen schlechten Michael Jackson jetzt beim letzten Mal aufmachst. Du hast mir versprochen, den hört man nicht. Dachte ich auch, ich habe alles so laut gemacht, dass es doch zu hören war. Oh, jetzt kommen wir wieder in den kritischen Bereich, zumindest Nico. Ab 170 kann man theoretisch finishen. Triple 20, Triple 20, Double Bumser, ey. Na, schau, wie er rechnen kann. Nein, ich gucke, was viel Darts ist, lernen irgendwann aus, wenn ihr rechnen kann. Ich nicht. Mathe ist ein Arschloch und Physik ist ein kleiner Bruder. Ne? Danke, dass ich bald eins für übertragen hier. Ne? Mit dem Schaltwagen sitzen sie vor der Tür, um das Spektakel hier zu verpassen. Und frieren. Ich hoffe, sie frieren. Ich wollte es nur erwähnen haben. Für den Fall, dass ich nachher nicht mehr dazukomme. Ich hasse dich. Ich glaube jetzt an dich. Ich glaube wirklich an dich. Das war's aber, das ist rausgesprungen. Wir möchten festhalten, das wäre dein Sieg gewesen. Das auch. Das sind doppelt 4. Das ist mit Abstand das Schlimmste, was hier passieren kann. Ja, ich... Oh Gott sei Dank. Die Zahl war die richtige. Bei mir auch, nur ist sie wieder weggesprungen. Ich nehme an, dass ich das jetzt verlieren werde. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von allen Zuschauern. Es war schön, euch kennengelernt. Es hat mich gefreut. Seht ihr das Fenster im Hintergrund? Da gehe ich nachher raus. Oder auch nicht. Alter! Für alle, die eventuell aus Gründen, die ich nicht verstehe, Angst um mich hätten, das ist der erste Stopp, das überlebt. Ich liege zwar draußen verblutet, aber ich... Und wahrscheinlich sogar auf dem Auto drauf. Auf meinen, ja. Super. Du hast ja Delle anreinlöst. War nur ein Trick, eine Falle. Das Spiel wirklich auf dem Doppel 3. Aber respektabel, dass du immerhin weitergespielt hast und den Trick aufgegeben. Langsam wird's langweilig. Was? Er steckt genau zwischen. Double! 20! Da steckt genau zwischen Draht und Ding. Ja, und so sieht es bei Professionellen aus. Also Dartspielern. Professionell? Wenn er sich aufs Bett legt. Ich bin professionell. Miau. Soll ich das mal von hier versuchen? Nein.
Oh. Das ist ungültig, junger Mann. Ja, wetten, dass ich getroffen habe. Wahrscheinlich. Mein Notebook. Sollte ich einfach spaßeshalber an auf die Doppel 7 werfen gehen? Wahrscheinlich wäre der erste Rang. Könntest du es mal versuchen? Nee, nee. Und somit. Nur muss man sich eigentlich dafür schämen und nicht Sieger sein. Jetzt gibt es ein Siegerinterview mit. Nein, tu das nicht. Es gibt ein Verliererinterview mit Nico the Red Machine. Der möchte gerne ein Statement verlesen, was er vorbereitet hat. Ja, und dann lassen wir ihn gar nicht warten. Nico, verlies dein Statement. Beschämt schleicht er auf den Platz des Interviews. In Agony. Mein Name ist Nico, the Red Machine, und ich bin die größte Dartpfeife überhaupt. Ich spiele genauso gut Darts, wie ich in allen anderen Dingen bin, wo es ums Einlochen geht oder reinstehen. Es ist immer irgendwas zu kurz oder es geht daneben. Meistens daneben. Dominic the Reaper ist einfach mein Meister und ich bin in allen Belangen, und wirklich in allen Belangen unterlegen, denn ich kann einfach nichts richtig. Ich sollte vom Dartsport auf jeden Fall zurücktreten, denn das ist ganz sicher mal nicht meine Berufung. So grottenschlecht wie ich bin, ist es frech, dass ich die Atemluft des großen Meisters überhaupt verschwenden darf. Mein Meister ist der Doms Anker Channel Weltmeister Dominic the Reaper. Er ist einfach viel besser als ich. Und mit diesen wunderschönen Worten zurück ins Studio. Das war ein Statement, das kam von Herzen.